Pascal Bardot wieder hier von Ponster Airlines und viele von euch können sich doch daran erinnern, dass vor 2 Jahren war die Steel Panther Show in München erst ab 18 und da gab es einen riesen Skandal und eine Pornodarstellerin, die ist schuld, dass dies so gelaufen ist. Ich. Lena Nitro on Ponster Airlines. Hi Lena. Hi Pascal. danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Wir hatten ja schon mal die Ehre. Genau. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ja, legen wir gleich los. Erzähl mal, Steel Panther, wie kam es denn dazu? So, wie lief das ab? Ja, also ich habe ja damals beim Label unterschrieben und da war jemand, der die Jungs irgendwie besser kannte. War das der Thorsten? Genau, der okay. Thorsten damals. Thorsten Wilms? Yeah. Und dann hatten wir, genau, einen langen Drehtag damals mit den Jungs von Steel Panther, ein Interview für Happy Weekend. Dann haben die mich abends zu ihrem Konzert eingeladen, das in Düsseldorf damals war. Ja, dann habe ich mein Dildo eingepackt und bin da hingewatschelt. Normal. Was soll ich auch sonst mitnehmen? Ja, und dann war ich Backstage und dann haben die Jungs gesagt, ach, hast du nicht mal Bock mit auf die Bühne? Dann habe ich gesagt, ja, okay, auf die Bühne komme ich, aber dann so, wie ich das will. Okay. Ja, und dann gab es da eine kleine Dildo-Show auf der Bühne. Alle haben sich auch gefreut, also ja, war schon gute Resonanz. Ja, und am nächsten Tag in München war dann das Konzert ab 18. Ja, ja. Aber ich war nicht mehr dabei, ich war nur in Düsseldorf. Ach so, also und die Bands, ja, die Bands selbst hatte ich selbst direkt gefragt, jemand von der Band. Genau, die haben mich eingeladen. Cool. Ob ich nicht Lust habe, abends zum Konzert zu kommen, habe ich natürlich ja gesagt. Das ist geil. Dann hat sich das irgendwie so mehr oder weniger echt spontan entwickelt, das okay. Ganze. Und auf Wacken hattest du auch einen Auftritt irgendwie? Was war da? War das auch eine Dildo-Show oder hast du da gestrippt oder wie? Ja, also das war... Wacken Open Air. Genau, das war meine richtige Erfahrung, so ich als Rockmusik oder diese Musikliebhaber, aber ich fand es trotzdem echt cool. Wir haben doch ausgemacht, du sollst sagen, dass du nur Heavy Metal hörst, nur Rock'n'Roll. Den ganzen Tag. Mötley Crüe, Kiss, Ponster Airlines, das ganze Programm, Bloodhound Gang, Steel Panther. Den ganzen Tag. Nein, aber ich muss wirklich sagen, war schon wirklich ein geiles Erlebnis. Also habe mir dann da auch ein paar Bands angeguckt und alles. Muss echt sagen, gerne wieder. Und ich hatte da, wie gesagt, eine Dildo-Show. Ja, dann haben die Veranstalter, ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich habe ja diese Show, wo ich mir die Deutschlandfahne unten raushole. Mhm. Und die Veranstalter dann hatten sich überlegt, mach das doch mal mit einer Wackenfahne. Ja, cool. Ja, war auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die Jungs haben sich echt um die Wackenfahne geschlagen. Ach, du hast sie dann ins Publikum geworfen? Ja, ich habe sie dann verschenkt. Verschenkt. Und da hat dann jeder so ein Stückchen mit nach Hause genommen. Ja, weiß ich nicht, wie die das gelöst haben. Nee, aber war echt eine coole Erfahrung und wirklich jederzeit wieder. Cooles Publikum, coole Leute hätte ich echt. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass, sag ich mal, diese langhaarigen Burschen doch so nett sind. Ja, ist nicht alles so schlimm wie ich. Es gibt doch wirklich nette Jungs drin. Wie du. Was hast du denn für Websites? Erzähl mal alles, was du zu promoten hast. Wo finden die Fans dich? So, also jetzt gibt es gerade eine ganz neue Lena Nitro Seite, die ist gerade im Aufbau, da kann ich auch leider den Link noch nicht nennen, weil es noch keinen gibt. Okay. Aber wo man halt viel oder auch meine Infos finden kann und wo ich mich so rumtreibe, ist auf jeden Fall lenanitro.info. Ja, und dann natürlich auch auf Facebook, ganz aktuell, Twitter, diese Geschichten, da kann man mich immer erreichen. Und Lena Nitro in einem Wort.info. Genau. Okay, und auf Facebook gibt es da Fake-Profile von dir oder gibt es da eigentlich nur ein Lena Nitro-Profil? Weiß ich gar nicht, habe gar nicht nachgeguckt, aber okay. Es gibt auf jeden Fall ein Lena Nitro-Profil und es gibt eine Lena Nitro gefällt mir Seite. Also, okay. Die betreue ich auch selber, also da kann man wirklich dann auch mit mir selber Kontakt aufnehmen. Okay. Und was geht jetzt bei dir so in der Erotikbranche? Erzähl mal was. Ja, also ich habe für dieses Jahr halt wieder ein paar Pläne gemacht. Ich möchte gerne mehr selber produzieren. Das heißt nicht, klar, ich selber werde vor der Kamera halten bleiben, keine Frage. Aber ich möchte auch, ja, sagen wir mal, Jungs und Mädels die Möglichkeit geben, ja, einfach mal sich vor der Kamera auszuprobieren. Und das können die dann bei mir. Ich filme die, gebe denen guten Tipps und
Also für Newcomer bist du dann sozusagen so ein Einstieg. Genau, also es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich habe da immer mal drüber nachgedacht, habe da aber keine Ansprechperson oder ich möchte sowas auch nur mal einmal ausprobieren oder. Deswegen kann man sich bei mir halt auch auf lenanitro.info, da gibt es ein Kontaktformular, da kannst du dich bei mir bewerben. Habe ich doch, glaube ich, schon, oder? Zehnmal erst. Nee, und dann kannst du dich auf jeden Fall da bewerben, ob Mann oder Frau, und dann ja, connecte ich die zusammen und nimm das auf für die und ja, dann kann man das bei mir auf der Webseite halt auch angucken. Und kriegen dann die Leute dann schon Geld oder bekommen die einfach die Clips, dann die Filme zum selber vermarkten oder wie läuft das? Also, weil es ist so, dass erstmal ein Casting stattfindet. Ja. Und gerade bei den Männern ist das wichtig, weil sich halt wirklich sehr, sehr viele bewerben und man da einfach auch ausschließen muss, ja, wer erfüllt das soll vor der Kamera und wer halt nicht so. Ja, klar. Aber bei den Damen ist es auf jeden Fall so, dass die auch beim ersten Drehen eine Aufwandsentschädigung bekommen. Mhm. Ja, die hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Ich mach dir auf. So, hier. Das ist nicht meins mit dem Pinkfarben. Ja, ja, ja. Das ist deins. Deins. Ja, genau. Klar, deins. Ja. Nee, das ist deins, oder? Mhm. Okay. Erzähl mal eine lustige Geschichte aus der Pornoindustrie. Was Abgefahrenes, Lustiges, Cooles, was passiert ist. Boah, mir sind schon so viele lustige Sachen passiert. Jetzt fragst du mich. Also das Witzigste, was mir wirklich echt war, ich weiß gar nicht, ob ich das dir schon mal erzählt habe. Ich glaube aber nicht. Da habe ich damals mit dem Jean Palais gedreht. Kumpel von mir. Jean! Und auf jeden Fall hatten wir eine Szene auf einer, wie ich nenne das immer, Psychologenliege, diese, die wir den Körper geformt sind, ah, okay, so okay. Gestell stehen. Und auf jeden Fall, ich saß in der Mitte, einer saß vorne, ein Darsteller, einer hinter mir und ich war halt so dran. Und der hintere Darsteller ist aufgestanden, in dem Moment ist die ganze Liege umgekippt und der Jean Palais ist halt so wie so ein Maikäfer auf den Rücken geflogen. Und das Witzigste an der Sache war, ich war halt gerade so am Blasen, der Schwanz ist richtig so auf den Mund geploppt. Wir haben erst noch eine halbe Stunde nur gelacht, der Kameramann lag am Boden. Das war sein Schwanz oder was? Ja, ja, der ist richtig so rückwärts so runtergeflogen von der Liege halt. Super lustige Situation, aber leider hat der Kameramann so sehr gelacht, dass wir es nicht auf Band haben. Er hat sich so tot gelacht, er hat nur noch so gefilmt. Also, das ist geil. Ja, war schon wirklich eine witzige Situation. Okay. Sonst noch eine? Ja, bestimmt viele, aber. Ja, erzähl doch. Das wollte ich nicht. Das alles hier so raushauen, was wir so für Scheiße. Ach doch, die Leute wollen das hören. Ne, jetzt fällt mir auch gerade nichts ein. Na gut, dann erzähl mal auch nicht die Geschichte, wo dein Hund letztes Mal ins Bild geschissen hat, beim Interview mit Julie Hunter. Nein, das war nicht mein Hund. Mein Hund würde sowas nie tun. Aber wenn dir nachher noch eine Story einfällt? Dann erzähle ich sie dir. Mach nochmal. Wo drückst du denn da drauf? Dass das hier wieder... unten. Ah. Auf was bist du stolz? Ich bin stolz, dass ich so bin, wie ich bin. Okay. Und so von den Dingen, die du erreicht hast? Also ich bin auf jeden einzelnen Award stolz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch stolz darauf, dass ich ein cooles Umfeld habe, die mich echt unterstützen dabei, was ich mache, und ich bin stolz darauf, eigentlich eine gute Darstellerin zu sein, weil es mir halt die Leute auch so das Feedback wiedergeben, dass sie Spaß mit meinen Produkten haben, und darauf bin ich echt stolz. Hast du schon mal Sex mit einem Promi gehabt? Nein. Okay, du willst nicht verraten, mit wem. Diskretion. Bitte. Also komplett, gar keine Antwort, okay. Nein, ich kann darüber nicht viel sagen, leider. Auch nicht so ein kleiner Anhaltspunkt? Nein, nichts. Ob es eine Frau war, Mann? Nein, es war ein Mann, das so viel verrate ich, das war ein Mann. Und aus welcher Branche, Schauspieler, Musiker? Sport, okay. Michael Schumacher? Okay. Nein. Nee, das war ein Skifahrer, ne? Ja, oben. So viel. Erzähl mal, wie bist du auf deinen Künstlernamen gekommen? Mein Künstlernamen? Ah ja. Nitro.
Na, ich bin Nitro. Okay, das ist alles. Ja, das ist die Kurzform dafür. Hast du dir den rausgesucht oder hat es jemand dir vorgeschlagen? Es gab da mal jemanden und mit dem habe ich das mir zusammen überlegt. Okay. Da sind wir halt drauf gekommen und ich finde, das passt auch ganz gut zu mir, weil ich bin so ein kleiner Wirbelwind. Ja. Bin frech und... Ja. Ja. Und vor allen Dingen ist es mal was anderes. Die meisten heißen ja irgendwie sexy oder so. Deswegen habe ich gedacht, Nitro ist ganz gut. Guck mal hier, entriegeln. Ah. Ja, aber nur von den Amateurdarstellern heißen sie heutzutage mit sexy Dingenskirchen so, ne? Ich meine, als du angefangen hast, da hat sich glaube ich noch niemand sexy bla 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 genannt. Doch, Cora. Damals schon. Hast du, okay? Sexy Cora. Ja, also ich habe das im Rahmen von Sexy Cora habe ich das zum ersten Mal gehört, dass sich jemand diesen Künstlernamen mit sexy. Ja, die meisten sind irgendwie sexy oder Deluxe. Ja, oh ja, Deluxe, es wird gerne genommen. So ja. Sehr abgedroschen. Ja. 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 Was hast du Tätowierungen? Ich glaube nicht, ne? Doch, ein, zwei. Ich habe am Knöchel was. Was hast du da? Eine Schleife. Okay, und was noch? Und natürlich mein Sido-Tattoo, wo ich bei Sido war. Richtig. Und der habe ich tätowiert, das ist mein Lieblingstattoo. Ja, und dann habe ich noch so das typische Arschgeweih, das habe ich mir mal als 16 war mal in. Okay. Weißt du, was die Einstellungsvoraussetzungen sind für eine H&M-Verkäuferin? Nee. Ein Arschgeweih und morgens alleine hinfinden. Dann könnte ich den Job durchaus kriegen. Was macht dich an Männern an? Ganz ehrlich, wenn die wissen, was die wollen. Okay. Also, ich würde sagen, so optisch, ja, ich mag durchtrainierte Männer, ich mag tätowierte Männer, sowas stehe ich schon. Und ja, charakterlich echt, die müssen im Leben stehen und wissen, was die wollen. Okay. Und so vom Aussehen her irgendwie, dass du sagst, du willst jetzt einen mit vielen Tattoos oder einen mit bestimmter Augenfarbe oder so, gibt's nicht? Ja, also soweit ich jetzt nicht gehe. Aber wie gesagt, okay. Ich mag schon, wenn man durchtrainiert ist und Tattoos hat, da stehe ich schon drauf. Mhm. Jetzt, ich gebe dir jetzt ein paar Namen und dann sagst du mal, was dir dazu einfällt. Ja, jetzt kommt's, wenn du schon so lachst. Steel Panther. Geile Band, geile Action. Lady Gaga. Lang nichts mehr von gehört. Rocco Siffredi. Geiler Darsteller, möchte ich mal kennenlernen. Vivian Schmidt. Super cooles Mädel, ich mag die echt gerne. Vicky Bardot. Mag ich auch total gerne. Süße, Darstellerin kann man sie ja nicht nennen. Sagen wir Erotikmodel, süßes Erotikmodel. Julie Hunter. Auch süß. Jenna Jameson. Ja, süß jetzt nicht, aber gut. Ron Jeremy. Ja, bekannt, aber jetzt nicht unbedingt mein Fall. Pornfighter. Arschloch, Riesenarschloch. Wem würdest du, apropos Pornfighter, wem würdest du gerne mal eine klatschen? Wem ich mal eine klatschen würde, gerne, ja. Ja, außerdem, so, gibt's noch jemand anders? Reicht eigentlich, oder? Ich würde sagen, ja, also bei dem würde ich auf jeden Fall anfangen. Und dann wie lange damit fortfahren? Na, mindestens 24 Stunden. Okay. Nee, also... Sollte mir nicht in die Faust laufen, der Typ. Ja, schön gesagt. Ist für mich halt einfach, muss ich mal ganz klar an dieser Stelle sagen, ist für mich kein guter Darsteller. Mögen viele viel von halten, ich persönlich halt da gar nichts von. Okay. Gibt es einen Ort, einen ungewöhnlichen Ort, an dem du Sex hattest? Was richtig Außergewöhnliches. Also jetzt nicht Fahrstuhl oder so. Heute ist, glaube ich, nichts mehr außergewöhnlich. Aber ich hatte mal Sex und da war ich für mich, also da
hatte ich noch nichts mit Porno zu tun, in einer normalen Sauna. Und das war für mich schon ziemlich krass, weil ja, da hätte damals, wo ich noch kein Porno gemacht habe, jederzeit einer reinkommen können. Heutzutage finde ich es nicht mehr krass. Ja, das ist es auch nicht. Ja, sonst nichts irgendwie. Wildwasserbahn im Europapark oder so. Nee. Ich glaube, als Darsteller siehst du das auch nicht mehr so, ja, mit besonderen Orten, weil du an so vielen Orten Sex hast. Außerdem ist der Ort ja auch nicht entscheidend, sondern... Ja, ja, klar. Der Akt. Im Zoo? Hast du schon mal im Zoo Sex gehabt? Leider nicht. Nee. Wenn jetzt Sommer gewesen wäre, dann wären wir in den Zoo gegangen und hätten uns da irgendwo in ein Terrarium gesetzt. Ich war die ganze Zeit schon im Zoo, aber leider darf sie nicht rein und deswegen konnte man nicht im Zoo gehen jetzt die Tage. Im Tierpark im Osten darf der Hund nicht, ja, rein? Ja, da wollten wir nämlich eigentlich heute hin, aber ich habe so lange geschlafen. Genau. Ruhe. Nee, ist schon okay. und im Flugzeug schon mal was gemacht? Wenigstens Blowjob oder so? Nee, aber ich habe mich mal selber beim Pinkeln im Flugzeug gefilmt und habe dann gemerkt, dass ich statt auf Play auf Stopp gedrückt habe, beim Rausgehen wieder auf Play, hatte also von dem Material gar nichts. Aber so wirklich Sex im Flugzeug noch nicht, nee. Aber Klaus hat mir versprochen, wenn wir abstürzen, dann fickt er mich während des Abstürzens nochmal. Klaus Eichholzer? Okay. Weil ich habe ja übelste Flugangst. Also ich bin da ja so von 2 Stunden 49 Flug wollte ich 2 Stunden 48. Ach, guck mal einer an, aber USA, okay. Gehen wir nicht näher raus. Ja, unter Vollnarkose komme ich da so rüber. Okay. Mir wurde gesagt, viel Rotwein. Dann hast du erstmal Angst, bist dann besoffen und dann kannst du gut pennen. Ja, dann mit dem Schiff. Oder so. Also ich bin mit 10 Mal nach Florida geflogen und ja, war schon lange. Ist ein echt langer Flug.